Geehrte Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Schön, euer Licht zu vernehmen. Allah Ta'ala möge uns mehr von seinem Licht geben. Nuru samawati wal ard, derjenige, der das Licht für das Universum bedeutet, der das Licht des Universums möglich macht. Ja, Nur, gib uns von deinem Nur. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala zählt die Eigenschaften der Hochgeehrten auf. In dem letzten Abschnitt der Suratu Al-Furqan, der Unterscheidung. Das ist die 25. Sura, der Abfolge nach. Und diese werden wir miteinander gemeinsam durchgehen, diese Eigenschaften, damit wir zu diesen Geehrten zählen. Allahumma Amin. Welche Nummer der Abfolge nach nochmal? 25. Das wollen wir uns merken. Ja, wir wollen uns das merken, Alhamdulillah, dass wir das heute nochmal mehrfach durchlesen, auch besonders vorm Schlafen gehen, auf dass wir sofort anfangen können, nach diesen Eigenschaften zu leben. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Und die Diener des Alabamas, das sind diejenigen, die bescheiden auf Erden umhergehen. Und wenn sie von den Unwissenden, von denen ohne Benehmen angesprochen werden, sprechen sie Salam. Geehrte Geschwister, das sind die Eigenschaften der Geehrten. Das sind die Eigenschaften der Geehrten, die nun folgen. Und hier ist eröffnet worden mit einigen. Zunächst einmal, wenn Allah Ta'ala von den Dienern spricht, dann ist das eine Ehre. Dann ist das eine Ehre. Bevor wir zu dieser Ehre allerdings kommen, wollen wir einen Realitätscheck vornehmen und feststellen, es ist eine Tatsache. Jeder ist auf die eine oder auf die andere Art und Weise, willig oder widerwillig, in einer guten oder aber in einer negativen Rolle, ein Diener Allah Ta'alas. Denn Allah Ta'ala erklärt im Koran, إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Jeder in den Himmeln, das heißt auch die Geschöpfe, die wir bisher noch nicht kennengelernt haben, die sich über unserem ersten Himmel befinden, auch diese Geschöpfe, wie auch diejenigen auf Erden, keiner unter ihnen, der nicht zu Allah Ta'ala käme, als ein Abd, als ein Diener. Das ist eine Tatsache. So oder so, willig oder widerwillig, geehrt oder getadelt. Aber es ist eine Ehre, liebe Geschwister, wenn wir Allahs Willen freiwillig wählen. Wenn wir uns ihm in Vertrauen und in Ehrfurcht ihm gegenüber ergeben, Ergebenheit zeigen. Das ist jetzt keine Vergleichsgrundlage, sondern eine Verständnisgrundlage. Ja, kein Vergleich. Kennen wir es, wenn Tiere wie Katzen oder Hunde sich auf den Rücken legen, sodass man den Bauch streicheln kann und sie schließen ihre Augen? Ja, die Katze schnurrt und der Hund ist überglücklich. Warum ergeben sie sich ihrem Herrchen beziehungsweise dem Frauchen? Weil sie lieben. Und weil sie vertrauen und weil sie auch die Autorität anerkennen. Das ist eine Verständnisgrundlage, keine Vergleichsgrundlage. Ja, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat auch zu Zeiten Verständnisgrundlagen genutzt, um die Menschen erstmal aufzuwärmen. Beispielsweise, als er eine Frau gesehen hat, die ein fremdes Kind nahm, um sich zurückzuziehen, um das Kind zu stillen, ja, gab er den Sahabis eine Verständnisgrundlage und hat gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass so eine Frau ihr eigenes Kind ins Feuer werfen würde, ja, um über die Barmherzigkeit Allah Ta'alas zu sprechen und über die Widerwilligkeit und die Bösartigkeit derer zu sprechen, die eben diese verdiente Strafe bekommen werden. Ja. Das heißt, wir wollen Ibad sein. Wir wollen uns Allah Ta'ala ergeben und darin liegt eine große Ehre. Umso mehr, nachdem wir die Einleitung eben dieser Sura vernehmen, wenn Allah Ta'ala sagt,
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Segensreich ist derjenige, der seinem Diener Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Unterscheidung offenbart hat, den Koran, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei. Wer wurde hier angesprochen? Der letzte Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und wie wurde er bezeichnet, ehrenvoll? Als Abd. Das ist ein Ehrentitel, einer der Ehrentitel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir dürfen uns zu dieser Ehre dazugesellen. Subhanallah. Keiner von uns darf sich ein Nabi nennen. Keiner von uns darf sich Rasul nennen. Aber wir dürfen uns Abdullah nennen. Ist das nicht eine Ehre? Also lasst uns diese Eigenschaften in uns erziehen und diese praktizieren, auf dass wir diese Ehrenbezeichnung mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teilen. Ja, zumindest sprachlich, nicht in Sachen Qualität. Niemand wird wahnsinnig sein unter uns und sagen, wir können so ein Abd sein, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Abd war. Aber dass derselbe Ehrentitel von uns trotzdem getragen werden darf, das ist eine Barmherzigkeit Allah Ta'alas. Und noch eine weitere Ehre, liebe Geschwister, denn Allah Ta'ala hat diese Ibad mit sich verbunden. Wa ibadur Rahman. Und das ist eine Ehre. Wenn Allah Ta'ala etwas mit seinem Namen, mit sich verbindet, dann ist das eine große Ehre, liebe Geschwister. Deswegen sprechen wir von Baytullah. Ja, von der Kaaba sprechen wir von Baytullah. Weil es eine Ehre ist, die der Kaaba gebührt. Ja. Subhanallah. Ja. Wollen wir also inshallah zu diesen Ehrenvollen gehören? Lasst uns praktizieren. الذين يمشون على الأرض هونا. Eine wundervolle Bezeichnung, geehrte Geschwister, als Allah Ta'ala verbot, dass man arrogant auf Erden läuft, in seinen Worten, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا, sagte er, also wandert nicht stolz auf Erden umher, sinngemäß. Allah Ta'ala sprach von fil arud, was man auch mit in der Erde übersetzen kann. Aber als er die Diener des Alabamas, seine Diener angesprochen hat, alladhina yamshuna ala al-ard, die auf Erden laufen, wandern. Das heißt, die anderen, sie sind versunken in ihrer Dunya-Illusion. Sie sind tief drin in ihrer Illusion, in ihrem irdischen, in ihrem weltlichen Wahrnehmen. Aber der Muslim, er ist auf dem Boden der Tatsachen, aber nicht in diesen Illusionen versunken. Er wandert auf der Erde, ja, sie ist unter ihm und nicht er in ihr gefangen. Ja. Und deswegen wandert er eben bescheiden umher. Ja, er weiß, Stolz gebührt nur Allah Ta'ala, Al-Mutakabbir, der zu Recht als Einziger diesen Namen trägt. Allah Ta'ala gab sich den Namen Al-Mutakabbir, ja, der Stolze, und er darf ihn tragen. Aber ansonsten ist Takabbur Arroganz. Ansonsten ist Takabbur Arroganz. Ein Bruder, der Alhamdulillah sehr viel Verantwortung für die Umma trägt. Wir waren eines Tages hier an der Frankfurter Messe und die Bahn fuhr gerade ein. Und ich in meinem Gehetzt-Modus, ich setze schon an, dass wir die Bahn erwischen. Und er in aller Ruhe, Bruder Mohammed, langsam. Allah Ta'ala hat uns dazu aufgefordert, über das Vorbild unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uns noch nicht mal in Eile zum Gebet zu bewegen. Und du willst dieser Bahn hinterherrennen? Ah, Subhanallah, diese Worte, ja, waren Balsam. Balsam für meine Seele. Oh, Subhanallah. Was ein Qiyas, was für ein Verständnis, ja? Weil der Prophet hat gesagt sallallahu alaihi wasallam, "Idha ataytum as-salah fala ta'tuha wa antum tas'aun." Ja, wenn ihr zum Gebet kommt, dann kommt nicht übereilt zum Gebet. "Wa'tuha wa 'alaykum as-sakina." Sondern kommt zum Gebet in aller Ruhe, mit der inneren Ruhe. As-Sakina, 6-mal im Koran erwähnt, als die von Allah Ta'ala verliehene innere Ruhe in Zeiten der Krisen, in Zeiten der Prüfung, ja? Wenn Stress in der Luft liegt. Nein, das sind diejenigen, die ruhen in sich selbst aufgrund der verliehenen Ruhe Allah Ta'alas.
Und das gilt auch für den Fall, dass wenn das Gebet schon begonnen hat, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt in diesem Zusammenhang, was ihr erwischt, das habt ihr und das, was ihr verpasst habt, das holt ihr nach. So selbst wenn das Gebet angefangen hat, ihr kommt in aller Ruhe. Weil ganz ehrlich, manchmal, man spürt Leute rennen oder man hört sie rennen oder sie sind laut und man denkt vielleicht, oh, irgendwas ist passiert. Ja? Man wird nervös, auch in diesen Zeiten. Ja? Man möchte wissen, wer um sich herum ist. Nein, kommt in aller Ruhe, ohne Ablenkung auch. Ist auch eine Gnade für diejenigen, die beten, ja, dass man sie nicht ablenkt. Ja, übrigens, mich erreichen immer wieder, nach bestimmt jeder zweiten Khutbah, bitte Bruder Mohammed, bitte erwähne, die Leute sollen nicht mit ihrem Handy spielen. Bitte erwähne, die Leute sollen nicht reden. Ja? Und ich sage ihnen, ich will nicht jede Khutbah dieselbe Platte auflegen. Ja, da seht ihr, ich bin schon ein bisschen älter, dass ich über Platten rede. Ja? Wenn ihr nicht wisst, was eine Platte ist, schlagt's bitte nach. Ja, also im letzten Jahrhundert gab es Platten anstatt digitale Tonträger. Ja. Ruhe. Ibn Kathir, er erklärt, aber dass man ausgeglichen, bescheiden auf Erden umhergeht, bedeutet nicht, dass man in irgendeiner Form kränkelt. Das ist nicht vom Islam. Ja? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist dynamisch gelaufen. Er ist als gesunder Mann gelaufen. Ja? Aber ohne Arroganz. Ohne Arroganz. Und auch ohne in irgendeiner Form so zu tun, als ob man bescheiden sei. Ja? Manche Leute geben sich bescheiden, aber sie sind nicht bescheiden. Manche Leute geben sich nicht arrogant, aber sie sind arrogant. Ja, und man soll nicht so tun, als ob. At-Tabari erwähnt, dass man einfach ausgeglichen läuft. Ja? Weder so noch so. Und mit einer Würde auch läuft. Mit einer Würde läuft. Ach, Subhanallah, das ist sehr, sehr wichtig. Wisst ihr, welche Nachricht mich traurig gemacht hat? Dass knapp 400.000 Euro an Bußgeldern, die verkehrsbezogen sind, allein in Berlin nicht bezahlt wurden, weil sie kamen von Diplomaten, ja, und diplomatische Immunität. Ja, das heißt, die parkten irgendwo falsch und haben irgendwelche anderen Ordnungswidrigkeiten begangen. 400.000 hätten sie zahlen müssen, aber sie zahlen sie nicht, müssen sie irgendwie auch nicht zahlen aufgrund dieser politischen Gegebenheit. Und dann gab es eine Statistik. Ja. 9 Länder wurden in einer Reihenfolge aufgezählt und in den ersten 4 sind die wohl 2 bekanntesten muslimischen Länder. Das heißt, von diesen Botschaften kamen die meisten Verkehrswidrigkeiten. Und eines von diesen Ländern, ein Botschaftsangehöriger, hat im absoluten Halteverbot geparkt. Er sagt jetzt, okay, wo ist jetzt das große Problem? Einmal im absoluten Halteverbot verparken. Warum bist du so streng? Wisst ihr, was passiert ist? Als die Tür aufgemacht wurde, ja, von einem Sportwagen, nochmal so ein Problem, ja, ein Fahrradfahrer ist gegen diese Tür gefahren und gestorben und der andere Fahrradfahrer schwer verletzt. Ja. Seht ihr, wie, ja, es fängt an mit einem Sportwagen, es fängt an, ja, ich bin Diplomat, es fängt an, ja, absolutes Halteverbot. Dann, Subhanallah, das hat ein Menschenleben gekostet. Wie man das wieder gut machen? Ja. Die Diener des Alabamas, das sind diejenigen, die bescheiden auf Erden, ausgeglichen wandeln. Ja. Allah Ta'ala wollte, dass wir eine Delegation aus Malaysia kennenlernen durften, ja, den Bildungsminister und den Kronprinzen. Subhanallah, ihr würdet sie nicht an ihrer Kleidung erkennen. Und ohne Bodyguards. Und ich habe einen Mitarbeiter angesprochen vom Konsulat und ich habe gesagt, warum habt ihr eigentlich keine Bodyguards? Und dann sagte er, wir Malaien, wir glauben an das Schicksal. Ich frage nie wieder solche dummen Fragen. Ja. Der hat mir gut gegeben, ja, in dem Moment. Ja. Sehr bescheiden. Ja. Und dann sprachen wir über diese Angelegenheit und er hat gesagt, wenn einer von uns falsch parkt, wisst ihr, was passiert? Unser Konsulat verdonnert uns privat, das aus der Tasche zu zahlen. Ja. Und auch diese gesamte Delegation hat ihre Kosten aus der eigenen Tasche finanziert. Ah, Subhanallah, wie schön, ja, dass es solche Menschen gibt. Ja, ganz gewöhnlich gekleidet und sehr bescheiden und nicht diese ganze Show etc. Es hat Balsam für die Seele und war sehr vorbildlich. Alhamdulillah. Ibn Kathir sagte,
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Und wenn die Unwissenden, ungezogenen, Unerzogenen sie ansprechen, sagen sie Salam. Er kommentiert dies, indem er den Propheten damit beschreibt, dass wenn diese Sorte von schwierigen Menschen mit dem Propheten handelte, sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht so reagiert auf demselben schlechten Niveau, wie sie sich ihm gegenüber verhalten haben, sondern er hat vergeben und er hat darüber hinweggesehen und er hat mit guten Worten geantwortet. Und umso unerzogener sie waren, ja, je schlechter ihr Benehmen war, desto besser war das seinige Benehmen. Subhanallah, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Großgelehrten Al-Jalalain, sie sagen, dass durch diese Salam-Haltung, Salam zu sagen, Salam zu schaffen, sich gemäß Salam zu benehmen, dass man sich dadurch selbst schützt vor schlechten Handlungen. Ja, dass man in diesem Zustand des Salam ist, dass man Salam spricht, dass man für Salam sorgt, das schützt einen selbst. Ich weiß, jetzt gibt es einige Leute, die gucken mich an oder die hören dies vielleicht oder schauen sich das später vielleicht auf YouTube an und sagen sich, ja, aber Mohammed, manchmal rufe ich bei dir an und du drückst ganz schön aufs Gas beim Telefon. Ja, manchmal bist du nicht ganz höflich oder manchmal passiert dies oder jenes oder du hast damals dieses oder jenes getan. Wisst ihr, was ich dazu sage? Ich sage, ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Und diese Ayah trifft mich hart. Weil ich weiß, dass ich noch einen weiten, weiten, langen, steinigen, dornigen, dornenerfüllten Weg werde gehen müssen. Ja. Und hier geht es übrigens nicht um Menschen, die kein Benehmen haben oder unwissend sind, sondern auch gegenüber höflichen Menschen, auch gegenüber Vorbildern kann es mal passieren, dass ich, ja, aber geht es uns nicht allen mehr oder weniger so? Ja, natürlich weniger geht es euch so als mir, aber diese Ayah fordert uns alle heraus. Wir wollen gemeinsam an ihr wachsen. Ja? Ich will nur nicht, dass ihr denkt, ja, warum lebt er nicht nach dem, was er predigt? Geschwister, ich versuch's. Und nach dem heutigen Tag, inshallah, versuche ich es umso mehr. Weil ich angefangen habe, weil ich bemühe mich um eine Freundschaft mit diesen Ayat. Ich bemühe mich um eine Freundschaft. Ja? Freunde haben viel Kontakt miteinander. Ich versuche diese Ayat jetzt viel zu rezitieren. Ja, auch wenn sie noch nicht so fest gegründet sind wie anderes, was ich bereits im Vorfeld auswendig gelernt habe. Aber ihr werdet sehen, das wird häufig rezitiert werden in der näheren Zukunft. Ja. Der Prophet, er konnte immer sagen, macht dies und ich bin euer Vorbild darin. Aber nach ihm, sallallahu alaihi wasallam, gibt es nicht diese Möglichkeit für die anderen Imame. Und wenn ich nur über das sprechen würde, von dem ich meine, dass ich es einigermaßen praktiziere, ihr würdet vielleicht immer dieselbe Khutba hören. Und heute reden wir wieder über. Ja, aber ich muss manchmal auch die Dinge ansprechen, bei denen ich merke, ich bin selbst nicht auf der Höhe. Ja? Und das tue ich in einem Bewusstsein. Ja? Aber der Themenvielfalt auch geschuldet. Woher bekam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Kraft, das zu tun? Und wir kennen die ganzen Katastrophenbeispiele. Da kommt ein Beduine in die Moschee und setzt sich hin, um zu pinkeln. Subhanallah. Wie konnte der Prophet in aller Ruhe sagen, lasst ihn zu Ende pinkeln? Urinieren, beziehungsweise, ja, wir benutzen solche Wörter, er benutzt die höchsten Worte. Ja, im arabischen Tabawul. Jeder kann ja, Tabawul benutzen, das ist kein Wort von der Straße in irgendeiner Form. Ja, lasst ihn zu Ende. Woher nahm er die Kraft? Woher nahm er die Kraft? Sag es euch, liebe Geschwister, weil er die nächste Ayah praktizierte. Weil er die nächste Ayah praktizierte. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Und diejenigen, die ja, ihre Nacht oder den Teil einer Nacht verbringen, für ihren Herrn sich niederwerfend und stehend. Ja, im Gebet. Liebe Geschwister, das ist sehr, sehr einfach, Alhamdulillah jetzt. Ja? Stellt euch den Wecker um kurz vor sechs
und ihr befindet euch immer noch in der Nacht. Ja? Später, also im weiteren Verlauf der Monate, auch nach der Zeitumstellung im Speziellen, wird die Nacht vielleicht noch nach 6 Uhr sein. Ja? Schaut euch euren jeweiligen Gebetskalender ein. Und übrigens, der Winter ist der Sommer des Muslims. Ist die beliebteste Jahreszeit des Muslims. Warum? Die Fastentage sind extrem kurz. Mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt die Fastenzeiten uns anschauen auf dem Kalender, ja, so von, weiß ich nicht, 6:30 bis 16:30, 10 Stunden. Wir lachen doch, oder? Ist das Fasten? Ja, das ist ein bisschen früher frühstücken und ein bisschen später das Mittagessen. Und den Kaffee zwischendurch. Das war's. Weil, Subhanallah, wir sind gut drangenommen worden, gell? Durch die Sommerfastenzeiten. Es gibt uns Stärke, Subhanallah. Es gibt uns das Gefühl, wir können durch jede Herausforderung mit erhobenem Haupt herauskommen. Alhamdulillah. Das heißt, wir können tagsüber fasten und wir können die Nacht über beten, Subhanallah. Alhamdulillah, welch Gnade. Und Allah Ta'ala, wie wir wissen, im letzten Drittel der Nacht stellt er 3 Fragen. Für diejenigen, die wach sind. Ja? Die diese Fragen, auf diese Fragen auch eingehen können. Ja? Man yad'uni fa'astajiba lah. Wer bittet mich, damit ich ihm antworte? Allah Ta'ala ist Al-Mujib. Aber bitten wir ihn überhaupt? Fragen wir ihn überhaupt, auf dass er uns antwortet? Ja, zum Antwortenden gehört auch der Fragende. Allah ist der Antwortende, aber sind wir die Fragenden? Weiterhin fragt er, Man yas'aluni fa'u'tiya. Und wer fragt mich, auf dass ich ihm gebe? Ja, wer fragt ihn, auf dass er gibt? Wollen wir ihn fragen? Allahumma amin. Und zuletzt, Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Und wer bittet mich um Vergebung, auf dass ich ihm vergebe? Im letzten Drittel der Nacht, liebe Geschwister, stellt Allah Ta'ala diese 3 Fragen. Ja, das heißt, unsere Bittgebete werden nochmal mehr erhört. Mehr erhört. Nicht nur in dieser Zeit natürlich, aber es hat etwas Besonderes. Allahumma amin, werden wir zu diesen Personen zählen. Ja, und dann im weiteren Verlauf bitten wir darum, von der Hölle verschont zu bleiben. Das Bittgebet wurde hier erwähnt. Das Bittgebet ist übrigens in dieser Passage 3-mal erwähnt. Und einige Dinge finden 2-mal Erwähnung in dem einen oder dem anderen Kontext. Das heißt, wir sind erstmal geehrt durch die Bezeichnung Ibadur Rahman. Wir sind geehrt. Und wir laufen ausgeglichen, ausgewogen auf Erden umher. Aber mild und bescheiden. Nicht arrogant, aber auch nicht schwach. Ja? Jemand, den ich kenne, der in der Kampfsportszene in der ersten Liga ist und der auch, man sieht mir das gar nicht an, und sagt, Bruder Mohammed, wir wissen, was wir können, aber wir müssen das die Leute nicht wissen lassen, außer wenn das notwendig ist. Ich sage, ah, das merke ich mir, Alhamdulillah. Ja. Jetzt hat es euch erreicht. Subhanallah. Ja. Das ist diese Sakina, die jemand hat, wenn er mit Allah Ta'ala verbunden ist. Und diejenigen, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Diejenigen, die, wenn sie ausgeben, ja, weder verschwenderisch sind, ja, noch geizig. Weder verschwenderisch noch geizig, sondern diesen Mittelweg gehen. Wie auch beim Gang, beim Auftritt, wortwörtlich, auch dein wirtschaftliches Handeln, wie du mit deinen Ressourcen umgehst. Weder verschwenderisch noch geizig, sondern wir gehen, Alhamdulillah, diesen gesegneten Mittelweg. Dann, Subhanallah, überraschenderweise erwähnt Allah Ta'ala diejenigen, die keinen anderen Gott außer ihm nehmen und die nicht töten und die keine Sünde begehen. Das ist nicht überraschend vom Inhalt her, aber überraschend von der Abfolge der Aufzählung her. Ja, weil wir kennen das aus den 10 Geboten, die auch in 2 Passagen des Koran, 2 Suar des Koran erwähnt sind. Die 10 Gebote, ja, in der 6. Sure und in der 17. Ja, also Al-An'am, das Vieh, die 6. Sura und 17, Al-Isra, die Nachtreise. Dort gibt es die Abfolge der 10 Gebote.
So wie wir das auch kennen. Ja, man fängt mit dem Tauhid an. Hier gab es eine Auflistung von gewissen Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen. Und dann wird über Tauhid gesprochen. Und dann wird über das Tötungsverbot gesprochen. Und dann wird über das Zina-Verbot gesprochen. Was wir gewöhnlicherweise aus anderen Passagen des Koran an erster Stelle sehen. Ja. Was nur das Vorangegangene mehr ehrt. Ja. Was nur das Vorangegangene, liebe Geschwister, mehr ehrt. Ja, weil wer Schirk begeht, wer tötet, wer Sinner begeht, Allah Ta'ala droht ihm hier Strafe an. Er erklärt, dass darauf Strafe steht. Und die Hölle, liebe Geschwister, wir brauchen ihre Existenz. Weil wir im Leben oft Situationen kennen. Wir sind nicht motiviert durch den Bonus, durch die Beförderung, durch ein Lob mehr. Ja? Manchmal handeln wir nur, weil es ansonsten eine Strafe geben würde. Woran erkennen wir das am besten? Das erkennen wir an den 3.100 Diplomaten allein in Berlin, die für über 20.000 Ordnungswidrigkeiten sich zu verantworten haben, aber es ja nicht tun müssen. Ja, und ihr seht, was aus dieser Einstellung erwächst. Ja? Absolutes Halteverbot. Kein Problem, ich bin hier. Ja. Ja, und seht ihr, was passiert, subhanallah? Schande. Schande, subhanallah. Und ich finde es gut, dass man darüber berichtet hat. Weil wenn man nicht die Möglichkeit hat, ja, dort Gesetze zur Anwendung kommen zu lassen, muss man über solche Arroganz sprechen. Damit diese sich wieder, alhamdulillah, im richtigen Maß demütigt. Das ist, ja. Wir brauchen das, liebe. Wir müssen uns an die Hölle erinnern. Ja. In einem ausgewogenen Maß. Nicht, dass wir denken, oh, wir werden alle in der Hölle sein. Ja, dann gewinnt der Scheitan, weil er uns von der Hoffnung wegbringt. Ja. Von der Kerneigenschaft Allah Ta'alas, der Barmherzige zu sein. Aber in der richtigen Dosierung, liebe Geschwister, brauchen wir das. Ohne Zweifel. Subhanallah. Geehrte Geschwister, es wird einen Teil 2 geben. Weil ich muss euch ernst nehmen und euch respektieren. Und das will ich auch gerne tun. Und das wollte ich in der Vergangenheit auch immer tun. Viele von euch müssen um Punkt 3 Uhr weggehen. Und weil ich ohne rote Wangen rumlaufen möchte im weiteren Verlauf, werden wir jetzt, inshallah, Allah Ta'ala in voller Konzentration, in voller Hingabe um Vergebung bitten, damit wir dann, inshallah, pünktlich um 3 Uhr unser Freitagsgebet werden beenden können, um, inshallah, den Teil, den ich jetzt eigentlich besprechen möchte, weil es ist der Höhepunkt für mich. Der Höhepunkt dieser Passage ist für mich das, was, inshallah, nächste Woche wird folgen. Aber wir müssen die Zeit auch einhalten. So ist die Ordnung hier, inshallah, und so wird sie hart eingehalten werden. Ansonsten muss ich mit roten Wangen rumlaufen und ja, das ja, wird mir nicht stehen. Lass uns Allah Ta'ala nun ganz aufrichtig, in voller Konzentration, ohne in irgendeiner Form abgelenkt zu sein, um Vergebung bitten, denn er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله. Geehrte Geschwister, Prüfungen, die wir vorher nicht kannten, machen nun die Runde. Prüfungen, die wir vorher kannten, sind intensiver geworden und wir werden auch älter. Unser Bewusstsein vertieft sich, weitet sich, wächst, reift heran. Und wir sehen Probleme, die schon immer existiert haben, auf einmal. Aber wisst, liebe Geschwister, dass Allah Ta'ala uns nur mit diesen Prüfungen ehrt. Weil لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Ta'ala ja, fordert von keiner Seele mehr, als sie zu leisten vermag. Kann man kürzen in der Botschaft, Allah überfordert niemanden. Das heißt, da, wo er uns fordert,
wissen wir, dass die Herausforderung gemäß unseres Leistungsvermögens, gestaltet wurde. Allah weiß, und wir sollten auch wissen, wozu wir fähig sind. Und wenn wir Prüfungen vernehmen, sollten wir an diesen Prüfungen wachsen. Und wenn wir an ihnen gewachsen sind, um weiter geprüft zu werden, wird das Level der bekannten Prüfung erhoben. Oder man wird von einer ganz anderen Prüfung erzogen, ja, um zu wachsen, geehrte Geschwister. Und inshallah werden wir in Gemeinden zusammenkommen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Und wir werden einander helfen und wir werden einander unterstützen. Und wir werden einander ein Meer bieten, sollten wir Meeresbewohner sein. Ja? Ein Heim, Geborgenheit. Weil jeder vermerkt das, überall auf der gesamten muslimischen Welt. Allah Ta'ala hat uns, ja, fordert uns noch mehr heraus, im positiven Sinne. Wir sagen Alhamdulillah dazu, geehrte Geschwister. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Mujib, du bist der Antwortende. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht, vor allem wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.